Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu einem weiteren Teil Ark Survival Evolved. Wir sind ja immer noch dabei, Fiverr zu sammeln. Oh, wieso habe ich jetzt beide Tore auf? Ach so, das ist gar nicht mein Tor. Okay, das ist von Elaine's Base, das Tor. Ich hatte mich jetzt gerade schon gewundert. Wie gesagt, wir werden jetzt hier großzügig zack weiter sammeln. In der Hoffnung, dass wir Fiverr bekommen. Oh, da wäre noch mehr Fiverr gewesen. Fiverr braucht das Land. Da seht ihr. Denn es soll ja keiner sagen, wir hätten kein Fiverr auf dem Lager. Ne? Aber wir müssen halt auch immer ab und zu mal das Lager wieder auffüllen. Von alleine kommt das oder passiert das ja nicht. Und da hinten läuft ein Fiomia rum. Den könnten wir auch mal zähmen. Dann hätten wir ein erstes Tier, was wir anbieten können. Allerdings müssen wir erstmal schauen, welches Level das gute Teil hat. Na, welches Level bist du denn, mein Freund? Lass mich doch mal gucken, welches Level du hast. Level 9. Das würde sogar gehen. Ach komm, das machen wir fast. Ich hol mal eben einen Bogen. Und dann werden wir das Ding temmen. Dann reiten wir mal, bis das der Lady schlecht wird. Dann gehen wir hier ganz langsam. So, weiter geht's. Und dann werden wir uns schnell das Tier holen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was fressen denn so Fiomias nochmal. Ich glaube Meobären, ne? Genau. Dann nehmen wir so 500 Meobären mit. Du sagst mal hier nicht on claim. Komm mir nach, genau. So, dann kommst du mal hier rein. Komm rein. Zack, zack, komm rein. Komm, hopp, hopp, hopp. So, wunderbar. Dann lassen wir dich nämlich hier stehen. Gerade im Moment. Nein, du sollst disable. So. Wenn wir jetzt hier uns... Den Bogen haben wir ja schon mit. Na, den haben wir ja noch nicht weggeschmissen. Und dann werde ich mir mal schauen, dass ich hier die Dingens bekomme. Ach so, ich sollte was trinken. Ne, das ist der falsche hier. Hier haben wir den richtigen. Genau. Also, ich nehme mal 38 Pfeile, sollten eigentlich reichen. Dann nehme ich für hier 200 Pötte mit, das sollte auch reichen. Und Meobären. Und ich sollte dringend was trinken, meine Freunde. Dringend. 2, 3, 4, 100. Das sollte reichen. Ich bin mir fast sicher, dass... Na, jetzt habe ich mich wieder eingeschlossen. Dann werden wir mal schnell schauen, dass wir das Tier erlegen und dann hätten wir schon das erste Tier zum Abgeben. Wo immer unser Dingens hin ist. So, schnell was trinken. Dann legen wir jetzt den Bogen an, meine Freunde. Der ist nämlich hier drin. Ich hoffe, dass da, dass der Bogen hält. So, wunderbar. So, dann laden wir den nach. So, jetzt müssen wir den natürlich so treiben, dass der jetzt hier in Richtung Base läuft. Und ich hoffe, wir bekommen den. So, wo rennt er rum? Der kleine Luschi. Na, wo lief er denn jetzt? Ach, der kann doch jetzt nicht weg sein, oder? Jetzt waren wir mal eine Minute weg und der Elefant ist weg. Aber ich höre den hier irgendwie trampeln. Der ist ja jetzt nicht ernsthaft weg, oder?
Ja, wo ist denn der jetzt? Gibt's da gar nicht. Der war da gerade im Moment noch hier. Ja, soll's denn mit dem Teufel zugehen hier oder was ist hier los? So schnell ist das Ding doch ja nicht. Oder hat das irgendjemand angegriffen? Nee, ne? Aber ich höre den doch. Bin ich jetzt nur blind oder was? Tja, wir sind ein toller Ranger, oder? Ehrlich gesagt. Das Ding ist verschwunden. Wie aus, wie vom Erdboden verschluckt ist das Teil. Das gibt's doch gar nicht. Wir waren da jetzt vielleicht eine Sekunde weg und der lief da hier. Das gibt's nicht. Jetzt muss ich doch mal rausreiten und mir das mal anschauen. Aber ich höre den doch hier die ganze Zeit. Ich höre den doch. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Also ich könnte schwören, ich höre den, meine Freunde. Der ist nirgendwo. Seht ihr das? Der ist nirgendwo. Und da wollten wir uns das Tier holen, da ist es futsch. Wie vom Erdboden verschluckt. Unglaublich, unglaublich, meine Freunde. Also wenn ich es nicht besser wüsste, aber es wird auch jetzt nebelig und das heißt, dann fängt es jetzt gleich schon an zu regnen. Wir können uns das abschminken. Und da jetzt in den dichten Dschungel reinzulaufen, das können wir vergessen. Das ist ein Selbstmordkommando. Nee, der ist weg. Der ist definitiv weg. Aber ich will das jetzt wissen, ne? Also das ist ziemlich komisch jetzt, meine Freunde. Ohne Witz. Können Tiere die spawnen? So schnell ist er doch gar nicht. Wir sind übelst schnell reingeritten. Haben übelst schnell Narkosezeug geholt, einen Pfeil geholt. Und sind dann raus. Und das Vieh ist weg. Aber ich werde mir jetzt hier meinen Vogel nehmen. Pass mal auf, dich machen wir jetzt mal zu. Ich werde jetzt einfach meinen Vogel nehmen und werde mal hier über die Lüfte fliegen. Und mal schauen, wo das Vieh abgeblieben ist. Also, das kann nicht sein. Also ich halte das für sehr, sehr komisch. Du kriegst wieder Energie. Hast wieder genug zu fressen. Wunderbar. So, dann werden wir uns das mal jetzt anschauen, wo der Kleine abgeblieben ist. Wenn er auch jetzt so weit von der Base weg ist, dann möchte ich den noch nicht stemmen, aber ich möchte einfach mal wissen, wo er ist, wo er abgeblieben ist. Ist der denn weggelaufen, als ich auf den gesprungen bin? Ich glaube doch nicht, oder? Ah, es ist jetzt zu nebelig und zu dunkel. Zu nebelig und zu dunkel, dass wir jetzt sagen könnten, okay, so ist es. Ah.
Also, das ist sehr merkwürdig. Alles sehr, sehr merkwürdig. Aber nichtsdestotrotz. Gut, dann würde ich sagen, meine Freunde, machen wir an dieser Stelle wieder Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.